Ganz stark beeinflusst hat mich, dass ich die vollen Notaufnahmen gesehen habe, in denen keine Ärzte waren, aber auch andererseits ganz viele Ärzte, die Hilfe brauchen, ja, in diesen Notaufnahmen. Nicht nur die Patienten, sondern die Ärzte selbst würden sich ja auch über ärztliche Unterstützung freuen. Und auf der anderen Seite haben wir auch zigtausend Ärzte, die gerne helfen würden. Und die zusammenzubringen, dachte ich mir, kann ja nicht so schwer sein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Für den Business Talk Podcast habe ich heute Frau Dr. Dilan Sert interviewt und es ist ein super spannendes Interview geworden, weil ich wieder einmal eine Ärztin habe, die auch Unternehmerin geworden ist. Dilan hat im Jahr 2018 ein Startup gegründet, das sich SediDoc nennt. SediDoc ist eine auf KI basierende Software für die Personalplanungs- und Personalbeschaffungsprozesse in medizinischen Einrichtungen und Betrieben, also auch in Krankenhäusern und Praxen. Für diese Gründung erhielt sie mit ihrem Team das Technologiegründerstipendium der Sächsischen Aufbaubank und des Technologiegründerfonds in Sachsen. Obwohl sie eigentlich aus dem Ruhrgebiet kommt, hat sie das Leben nach Sachsen, nach Leipzig verschlagen und sie ist dort jetzt 2018 mit ihrem Startup tätig. Das ist deshalb so interessant, weil natürlich wieder diese Idee der Gründung aus der eigenen Situation entstanden ist. Sie war als Gynäkologin beziehungsweise als Assistenzärztin tätig im Krankenhaus und hat dort erkannt, welche Defizite es in den Krankenhäusern gibt, insbesondere beim Einsatz von Personal. Also nicht nur der Patient braucht Hilfe, wie sie es beschreibt, sondern eben auch der Arzt braucht Hilfe, weil auf der anderen Seite das ärztliche Personal fehlt. Das ist sehr, sehr spannend und daraus hat sie nicht nur eine Idee entwickelt, denn das tun viele, sondern sie hat diese Idee auch umgesetzt. Und darüber spreche ich mit ihr im Business Talk Podcast. Sie sagt zum Beispiel, dass wir im Grunde sehr viel Potenzial haben an Medizinern, das aber nicht wahrgenommen wird, das nicht umgesetzt wird. Wir haben im Grunde keinen Ärztemangel, sondern wir müssen nur die Planung vom ärztlichen Personal besser organisieren. Und dazu trägt sie mit ihrer Software und mit ihrer Firma bei. Bevor wir loslegen mit dem Business Talk Podcast, noch ein paar persönliche Dinge zu Frau Dr. Dilan Sert. Sie ist geboren 1989 und aufgewachsen in Duisburg. Zwischen 2006 und 2014 war sie unter anderem Ratsfrau der Stadt Duisburg, war Aufsichtsratmitglied des Sparkassenzweckverbundes und hatte diverse Ausschussmitgliedschaften innerhalb der Stadt Duisburg. Sie hat bis 2016 Medizin studiert und hat dann promoviert in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität, war dann bis 2018, also bis zur Gründung des Startups, medizinisch tätig und hat unter anderem auch den Vorstand des Jungen Forums Deutscher Ärztinnen geleitet und war also auch berufspolitisch sehr, sehr aktiv. Seit 2018 ist sie Startup und in diesem Jahr ist sie sogar Dozentin für Digital Health an der Heinrich-Heine-Universität. Und es ist ein tolles Interview geworden, spannend mal wieder, weil wir wieder eine Ärztin haben, die aus dem normalen Arztweg raus ist, aber eben trotzdem etwas tut für eine sichere Patientenversorgung und natürlich sehr, sehr unternehmerisch tätig ist. Also freut euch drauf auf das neue Interview im Business Talk Podcast mit Dr. Dilan Sert. Wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Freue mich ganz besonders. Wir sind jetzt mit einer Ärztin aus Sachsen hier verbunden, die noch eigentlich nicht aus Sachsen kommt, aber die eigentlich ein Duisburger Mädel ist. Aber da werden wir heute nochmal ganz genau drüber sprechen. Freue mich ganz besonders, Frau Dr. Dilan Sert hier bei uns im Business Talk Podcast zu haben. Und wir steigen ein mit der Einstiegsfrage: Wer ist Dilan Sert? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Lieber Oliver, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin Ärztin und ich bin die Gründerin von SediDoc, dem Marktplatz für ärztliche Tätigkeiten.
Ich komme aus Duisburg, habe knapp 10 Jahre in Düsseldorf gelebt, wo ich auch studiert und promoviert habe und lebe jetzt seit 2018 in Leipzig. Ich begeistere mich sehr für die Themen Digital und Innovative Health, für Female Leadership und ja, seit 2 Jahren lerne ich aktiv viel über Entrepreneurship. Du hast ja einen wirklich sehr, ja, ich will nicht fast sagen bewegten Lebenslauf, aber einen sehr flexiblen Lebenslauf. Du warst sehr engagiert schon immer in deinem ganzen Leben. Also du bist, ich habe das vorhin in dem Einstieg beziehungsweise in der Vorstellungsrunde vorab schon gesagt, du warst Ratsmitglied in der Stadt Duisburg, du warst Aufsichtsratmitglied in einem Sparkassenzweckverband, du hast Medizin studiert, du hast dich auch innerhalb ich nehme jetzt, nenne es jetzt mal Medizinpolitik auch engagiert im Bereich Forum Deutscher Ärztinnenbund. Das tust du auch immer noch. Und du bist dann im Grunde ja aus dieser ärztlichen Tätigkeit eigentlich ein bisschen rausgekommen. Du bist Gynäkologin. Und warum hast du dich entschieden, A, für das Thema Medizin und B, dann vielleicht auch etwas anderes zu tun? Oder ist es vielleicht einfach so gekommen? Also die Naturwissenschaften, die haben mich schon immer begeistert, auch wenn ich zwischendurch auch mal kommunalpolitisch auch aktiv war. Ich habe einfach sehr gerne mit Menschen zusammengearbeitet und ich habe mich interessiert für Medizin und die Entwicklung der Medizin. Je weiter ich fortgeschritten im Studium bin, desto mehr habe ich aber gemerkt, dass viele nichtmedizinische Tätigkeiten das Berufsbild des Arztes bestimmen und nicht die Patientenversorgung, für die wir ja eigentlich ausgebildet werden. Der Raum für die Arbeit mit dem Patienten wurde immer enger. Und wer schon mal im Krankenhaus gewesen ist als Patient, hast du vielleicht auch schon mal erlebt, der hat sich doch echt gefragt, wo ist eigentlich der Arzt? Warum sehe ich den nur einmal die Woche zur Visite? Genau, ja. Und was macht er die ganze Zeit? Das Schöne ist, der Arzt denkt das auch, sitzt auf der anderen Seite und denkt sich, warum sehe ich meine Patienten so selten? Und dann fiel mir irgendwann dieses Bild ein, dieses alte Bild von dem Baumfäller, der die ganze Zeit mit einer stumpfen Axt am Baum rumhantiert und sich nicht die Zeit nimmt, die Axt zu schärfen. Und das war irgendwann der Moment, an dem ich gesagt habe, ich muss helfen, die Strukturen zu verändern, damit wieder die Patientenversorgung im Mittelpunkt stehen kann. Ja, so bin ich zum heutigen Tag gekommen. Das heißt, du hast im Grunde die Notwendigkeit erkannt, dadurch, dass du selbst als Ärztin tätig warst und gesehen hast, da ist etwas, da funktioniert etwas im System nicht und du möchtest das aktiv ändern. Jetzt gibt es ja immer zwei Wege. Einmal, dass man darüber nachdenkt und zum Zweiten, dass man es dann auch umsetzt und in die Umsetzung kommt. Und dazu braucht es ja, ich würde mal sagen, eine Art von unternehmerischem Gehen. Oder irgendetwas, was dich getrieben hat. Wie ist das bei dir irgendwie in der Familie? Bist du in einer Unternehmerfamilie groß geworden? Hast du das irgendwie von jemand anders mitbekommen? Du, Unternehmerfamilie kann man das nicht nennen. Ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie, aus einer Gastarbeiterfamilie. Meine Eltern sind aus der Türkei hierher gekommen damals, in ganz jungen Jahren mit 15. Mein Vater war Steiger, später Elektroingenieur. Aber was wir gelernt haben, ist immer sehr hands-on zu sein, fleißig zu sein. Und das haben wir natürlich hier angenommen und das hat mich getrieben. Also dieses Hands-on-Sein, dieses lange Nachdenken fand ich immer sehr bemerkenswert bei anderen Leuten. Aber ich bin mehr so der, ich will jetzt nicht Macher sagen, aber ich setze die Dinge um. Also das ist eigentlich, das liegt mir sehr. Und wenn ich was erkenne, wo etwas fehlt, dann engagiere ich mich da sehr stark. Ein bisschen unternehmerisch war die Familie auch, aber ganz stark beeinflusst hat mich, dass ich die vollen Notaufnahmen gesehen habe, in denen keine Ärzte waren, aber auch andererseits ganz viele Ärzte, die Hilfe brauchen, ja, in diesen Notaufnahmen. Nicht nur die Patienten, sondern die Ärzte selbst würden sich ja auch über ärztliche Unterstützung freuen. Und auf der anderen Seite haben wir auch zigtausend Ärzte, die gerne helfen würden. Und die zusammenzubringen, dachte ich mir, kann ja nicht so schwer sein. Und so ist es eben dazu gekommen, dass ich das umsetzen wollte, genau. Kann ja nicht so schwer sein auf der einen Seite, ja, aber dann tatsächlich einfach, also ich finde das deshalb so erstaunlich und bemerkenswert, den Mut zu haben, etwas so umzusetzen,
Denn es gibt eben viele, die tun das ja nicht. Die sagen, okay, das System ist eben so, ich bin ja Ärztin oder ich bin Arzt in dem Moment, ich habe das studiert und ich möchte gerne in diesem Beruf auch weiterarbeiten. Du verbindest aber gerade zwei Elemente, nämlich auf der einen Seite das Know-how im medizinischen Umfeld oder im medizinischen Kontext mit einem unternehmerischen Tun. Jetzt hast du gerade gesagt, bin hands-on, ich mache einfach oder ich setze Dinge um. Ist das was vielleicht auch einigen in Deutschland fehlt? Ich sage jetzt bewusst Deutschland, weil das ja immer mal wieder aufkommt. Also Deutschland ist ja jetzt nicht davon gekennzeichnet, möglichst schnell, möglichst viele Dinge umzusetzen, sondern das brauchen wir vielleicht Menschen, die einfach so ein bisschen vorangehen und die den Mut haben, das umzusetzen, ohne immer sofort zu wissen oder vielleicht auch dieses Scheitern mit einzukalkulieren. Total. Ich glaube, in Deutschland gibt es ganz viele Menschen, die gerne umsetzen würden. Wir stehen uns dabei aber häufig selber im Weg. Das ist das Problem. Also stell dir vor, in Amerika oder Asien wollen die eine Rakete zum Mond schießen und da gibt es vier Optionen, diese Rakete auf den Mond zu bekommen. Die Amerikaner und die Asiaten schießen einfach mal vier Raketen los und gucken, welche kommt an. Wir Deutschen überlegen ganz genau, welche dieser vier Optionen die richtige ist und schießen eine Rakete ab. Das Problem ist, wenn man dann scheitert, dann hat man nicht mehr viel Spielraum, weil dann heißt es, du hast nicht ausführlich darüber nachgedacht. Es muss ja einen Grund geben, warum deine Option nicht funktioniert hat. Und von der Mentalität wegzukommen, ist viel Arbeit. Da bin ich auch sehr froh, dass die Gründerkultur immer mehr gestärkt wird in Deutschland, sodass viel mehr Raum hoffentlich für Scheitern dann da ist. Was absolut wichtig ist. Also alle Fehler, die ich gemacht habe auf dem Weg bisher, haben mir dazu geholfen, unglaublich viel zu lernen und das zu verbessern eben. Also ist Scheitern eigentlich gar nichts Schlimmes, hören wir daraus, sondern Scheitern ist einfach auch eine Möglichkeit zu lernen und Dinge neu anzugehen und umzusetzen. Vielleicht sollte man nur wirklich darauf achten, dass man aus den Fehlern lernt. Jetzt hast du ja etwas entwickelt, was tatsächlich einen großen Bedarf trifft, nämlich auf der einen Seite einen scheinbaren Mangel an Medizinern in Deutschland. Also wir haben eine zu schlechte Besetzung in Krankenhäusern, vielleicht auch in Arztpraxen, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ob die Arztpraxen oder wie wir das Thema in Arztpraxen auch lösen können, aber gerade in Krankenhäusern. Das heißt, wenn ein Arzt im Krankenhaus ausfällt, wenn er nicht mehr da ist oder einen jemanden überhaupt zu bekommen, ist schwer genug. Wie seid ihr das Thema angegangen? Also in meiner Rolle als Stationsärztin habe ich die ehrenvolle Aufgabe gehabt, mit Word-Dateien die Personalplanung zu organisieren. Und als ich diese Personalplanung organisiert habe, ging es auch darum, externe Ärzte zu beschaffen. Das heißt, es war ein unglaublich komplexer, papierlastiger Prozess, den ich nicht nur beobachtet habe, sondern in dem ich selbst gesteckt habe. Ich musste mit meinem Team die Planung organisieren. Wir hatten regelmäßig Lücken, obwohl wirklich jeder von uns sehr am Limit gearbeitet und Dienste übernommen hat. Das muss man ganz klar sagen. Und trotzdem gibt es Lücken, weil irgendwann nach einer Nacht braucht man als Arzt auch mal frei. Und die Personalbeschaffung war ein irre, intransparenter, komplexer Prozess, was viel intern in der Klinik zu tun hat, weil dann die Ärzte mit dem Chefarzt, mit der Personalabteilung sprechen müssen, also mit mehreren, also da gibt es schon mehrere Schnittstellen und Medienbrüche, dass man sich Informationen per Telefon, Hauspost, Fax schickt, also keine einheitliche Plattform gibt. Und dann disponiert man ja auch noch Aufträge nach draußen an verschiedene Agenturen oder an Freelance-Ärzte. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, wir brauchen eine Plattform, die genau diesen gesamten Prozess abbildet und die Planung in der Klinik erleichtert. Das heißt also, im Grunde ist es ja so, neben deiner ärztlichen Tätigkeit hast du dann auch noch Tätigkeiten ausgeführt, die in Richtung Personalplanung gehen, die entweder vom Chef delegiert worden sind an dich, gesagt haben, sie machen jetzt bitte die Planung. Und wenn ich dann also weiß, wenn ich mir jetzt den Weg vorstelle, auf der Station, in der du gearbeitet hast, fällt jemand aus oder ist ein Mangel da oder warum auch immer jemand ausfällt, gibt ja unterschiedliche Gründe, einfach Kündigung oder vielleicht Krankheit oder sonstige Themen. Und du setzt es dann um und beziehungsweise du machst die Planung, der Chef sagt zu dir, mach die Planung, du sagst, ja, ich wende mich mit dem Plan, den ich dann gemacht habe, an wen? Personalabteilung oder
Genau. Und die sagen dann, wir gehen mit diesem Plan auf die Suche nach, hast du gerade gesagt, Vermittlungsagenturen oder wo auch immer. Das heißt, bis überhaupt klar ist, wo ein Mangel da ist, sind schon mal 5, 6, 7 Menschen beschäftigt gewesen. Richtig? Riesenverwaltungsaufwand. Und die Rückfrageschleife ist einfach so hoch, weil ja immer wieder Rückfragen zurückkommen. Das heißt, wir kamen in diesem Prozess einfach gar nicht voran. Mhm. Und das war der Anlass für dich zu sagen, ja, da müssen wir was ändern, das müssen wir auf einem einfachen Wege lösen. Mhm. Und dann habt ihr was entwickelt? Genau. Ich habe diese ganze Arbeit ja als Add-on gemacht, sozusagen zum Kreissaal und zum OP. Das heißt, das war ja alles noch so extra Arbeit, die ja gar nicht meine Arbeit sein sollte. Wir haben dann gesagt, wir müssen hier was ändern. Wir brauchen eine einheitliche Plattform, die einmal den kompletten Prozess darstellt innerhalb der Klinik und die Personalplanung übernimmt und einmal auch offene Stellen automatisch disponiert. Dazu gehört auch für die Prozessabwicklung und Auftragsabwicklung benötigen, Dokumente zu generieren. Dazu gehören aber auch Dinge wie, wenn ein externer Arzt in eine Klinik kommt, dann hat er einen Laufzettel, dass er wirklich da gewesen ist. Der wird abgezeichnet, abgestempelt, der wird verschickt, dann kann eine Rechnung, also unglaublich, ich will es gar nicht erzählen, weil es so schrecklich ist. Und dann hat, den Prozess haben wir natürlich auch mit digitalisiert. Das heißt, wir haben schon recht viele Punkte beobachtet, die wir mit eingebaut haben, um den kompletten, ja, Arbeitslebenszyklus des Arztes dort abzubilden, sodass der maximale Zeit für seine eigentlichen Aufgaben haben kann. Und in diesem Prozess, dieser Prozess, der jetzt da ist, dieses Tool, also ihr habt dann SediDoc gegründet und das findet jetzt insofern anders statt, weil ich mich jetzt als Betrieb, als Krankenhaus, als Institution auf eurer Plattform einloggen kann, meinen Bedarf anmelden kann. Und was passiert an dieser Stelle? Habe ich dann ganz viele andere Ärzte, die auch auf dieser Plattform sind? Also einmal die Ärzte, die suchen und einmal die Krankenhäuser oder die Betriebe, die suchen. Und die führt ihr zusammen. Richtig, genau. Also konkret haben wir damit angefangen, dass medizinische Einrichtungen wie Kliniken, Praxen oder Pflegeheime, also aller Art, konkret eingeben können, wann sie welchen Arzt suchen und alle Details zu diesem Auftrag auch eingeben können. Und auf der anderen Seite, also matcht unsere Software diese Anfrage mit allen passenden Ärzten, die dann wiederum in ihren Accounts diese Anfragen sehen, also nur die auf sie passenden Anfragen sehen und annehmen können. Mhm. Nehmen sie diese an, generieren wir alle benötigten Dokumente wie Verträge, Rechnungen, Laufzettel und da gibt es natürlich noch ein paar Add-on-Funktionen, aber das erleichtert schon mal sehr den kompletten Auftragsprozess. Das heißt, es wird ein wirklich effizientes Arbeiten, insofern, weil ihr den ganzen Verwaltungskram, nenne ich jetzt mal im Hintergrund, einfach miterledigt, sowohl für die eine als auch für die andere Seite. Das heißt, ich finde nicht nur schneller Personal, sondern ich habe auch noch weniger Verwaltungsaufwand dahinter, wenn ich mich für euch entscheide als Betrieb, als Krankenhaus, aber eben auch auf der anderen Seite. Wie flexibel funktioniert dieses Tool denn? Also mal angenommen, ich brauche jetzt übermorgen einen Mediziner, einen Pfleger, einen wen auch immer. Kriege ich den so schnell? Das ist das Ziel. Mhm. Unser Ziel ist, dass sehr flexibel und sehr kurzfristig eben externe Ärzte zur Unterstützung in die Kliniken oder Praxen gehen können. Das ist unser Anspruch. Dafür müssen wir unsere Reichweite natürlich noch weiter erhöhen, denn je mehr Ärzte auf unserer Plattform sind, desto besser können diese Stellen gedeckt werden. Mhm. Und wir haben wir gehen davon aus, dass recht viele Ärztinnen von dieser Art des Arbeitens profitieren werden, weil nach wie vor ist der wichtigste Karriereknick die Schwangerschaft in der ärztlichen Laufbahn. Und gerade für diese Ärztinnen bietet unsere Plattform eine Möglichkeit, flexibel, kurzfristig, immer wieder bei Zeit Aufträge, Anfragen anzunehmen, helfen zu können und ihre berufliche Kontinuität aufrechtzuerhalten. Das ist eigentlich eine super Möglichkeit, weil gerade an der Stelle kann ich ja sagen, ich muss sehr flexibel sein, weil ich vielleicht, du
Du hast gerade Karriereknick, Schwangerschaft angesprochen, weil ich vielleicht Kinder bekommen habe und in dem Moment jetzt in der Zeit auch nicht so viel zur Verfügung stehe. Ich kann aber tatsächlich in meinem Beruf weiterarbeiten, indem ich zum Beispiel 10 Stunden in der Woche flexibel in dem einen oder dem anderen Krankenhaus oder Betrieb auch arbeiten kann. Ne? So würde ich es jetzt verstehen. Also auch eine Möglichkeit, wirklich beruflich aktiv zu bleiben. Der Berufung oder genau. Der Berufung verbunden zu bleiben. Und das beobachten wir sehr stark bei Ärztinnen, immer mehr auch bei jungen Ärzten, die einfach in diese starren Strukturen im Gesundheitswesen nicht mehr hineinpassen. Und wir können es uns nicht leisten, diese Ressourcen zu verlieren. Das heißt, wir brauchen die Ärzte. Und wenn diese nicht mehr in die Systeme passen, dann müssen die Systeme, die ja ohnehin durch uns entwickelt wurden, verändern, sodass wieder möglichst viele Ressourcen eingeplant werden können. Fällt mir gerade ein Spruch ein, den ich gehört habe hier im Interview, auch im Business Talk Podcast mit dem Professor Dr. Jan Ehlers, der gesagt hat, dass alle die am System beteiligt sind, das System auch ändern können. Das ist im Grunde genau das, was du gerade sagst. Wir drehen jetzt das nur um, dass wir eben tatsächlich sagen müssen, dieses System, was da ist, was aber jetzt vielleicht nicht mehr zu den Strukturen passt, die wir jetzt haben oder zu den Menschen, die dahinter sind. Und jetzt passen wir das System so an, dass es wieder zu den Menschen passt. Das wäre ja wirklich eine großartige Idee. Jetzt sprechen wir ja eigentlich darüber, dass wir zu wenig Mediziner haben. Also nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch bundesweit betrieben, gerade was jetzt die ambulante Versorgung angeht. Wir haben sehr viele unterversorgte Gebiete. Wir haben sehr viele Praxen, die Nachfolger suchen. Wir haben aber auch Praxen, die einfach Vertretung suchen. Gilt das ganze Thema auch für die Praxis? Ja, das gilt natürlich auch für die Praxis. Großes Thema ist beispielsweise die Versorgung im ländlichen Raum. Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Ärzte, die eine Hausarztpraxis auf dem Land haben, Schwierigkeiten haben, eben Nachfolger zu finden. Mhm. Mit unserer Plattform haben diese Praxen die Möglichkeit, junge Ärzte aus der Stadt in die Praxis hineinzulocken, auf dem Land für so kurzfristige Tätigkeiten. Das ist immer ganz spannend, was wir da erleben, weil diese Ärzte, die dann dort waren, was gar nicht mal so weit weg ist. Ja, also man kann ja weiter in der Stadt wohnen und dorthin reisen oder fahren, merken dann, es ist gar nicht so schrecklich, es ist gar nicht so abwegig und so weit weg und haben Spaß daran und überlegen dann, vielleicht kann ich hier auch mal langfristig hin, weil irgendwann, wir haben ja auch den Trend, viele junge Leute, die viel arbeiten wollen, zieht es zwar in die Stadt, aber ab einem bestimmten Alter zieht es die Leute auch wieder raus aus der Stadt. Das Phänomen beobachten wir ja und das wäre eine Möglichkeit, zunächst in jungen Jahren immer wieder auszuhelfen bei Bedarf, um dann später eben diese Praxis gegebenenfalls zu übernehmen. Dann hätte man nicht diesen Schockeffekt bei den jungen Ärzten. Komm jetzt sofort, entscheide dich, auf dem Land gibt es eine Praxis und übernimm die. Also es macht ja heute keiner. Warum soll man sein Leben so krass umstellen und plötzlich von heute auf morgen umziehen? Aber das ist wieder genau ein ganz wichtiger Punkt, wenn man überlegt, bietet man jungen Medizinern mal die Möglichkeit, in eine Praxis reinzuschnuppern und Erfahrung zu machen für den ambulanten Bereich? Weil viele kennen den ambulanten Bereich eben nicht, wie auch, ne, 7 Jahre Studium, 7 Jahre Facharztausbildung im Schnitt. Und wir haben dann nach 14 Jahren zum ersten Mal die Möglichkeit, jetzt überlege ich mir, gehe ich überhaupt in die eigene Praxis? Das besprechen wir hier immer wieder und bei allen Themen, wenn wir uns um das Thema Niederlassung und eigene Praxis kümmern. Und ihr schafft auch hier eine Verbindung, nämlich A, die Möglichkeit zu sagen, ich schaue mir das Thema ambulante Versorgung mal an. B, ich sehe mal, du hast es gerade so schön beschrieben, so schrecklich ist das gar nicht in der Praxis, sondern ich habe das, wo ich mich eigentlich vorfürchte, nämlich das Thema, komme ich mit dem Patientenaufwand zurecht? Komme ich mit den Gegebenheiten in einer Praxis zurecht? Ich bin da plötzlich Führungspersönlichkeit, ich muss ein Mitarbeiterteam führen und so weiter. Also eine tolle Zusammenführung eben auch für den medizinischen Bereich. Das heißt, auch da kann ich mich als Praxis, als Inhaber, auch als Einzelpraxis bei euch auf der Seite registrieren lassen und sagen, ich brauche zum Beispiel eine Urlaubsvertretung, möchte jetzt hier zum Beispiel einen Assistenzarzt einstellen oder ich möchte einen Weiterbildungsassistenten. Auch da gibt es ja Möglichkeiten innerhalb dieser Form und so kann man auch da diese Wege zusammenführen. Richtig? Genau so ist es. Das heißt, wir bieten diesen Praxen eine Möglichkeit, an junge Ärzte herankommen zu können und
den jungen Ärzten die Möglichkeit, auch mal außerhalb der vorhandenen Rahmenbedingungen mal zu schauen. Dafür ist es natürlich wichtig, dass die Ärzteschaft sich gegenüber diesen digitalen Technologien gegenüber öffnet. Da ist natürlich auch viel Arbeit mit verbunden, den Ärzten zu erklären, ihr braucht diese Tools, ihr solltet diese Tools nutzen, um eure Reichweite auch zu erhöhen, weil sonst kriegt niemand was von euch mit. Das ist heute einfach so. Ich meine, wir verschicken ja auch nicht mehr mit der Brieftaube Post, ja, oder wir schreiben auch nicht mehr mit der Schreibmaschine, sondern wir gehen immer weiter über zum nächsten technologischen Fortschritt. Und ich will jetzt nicht zu sehr zu weit ausholen, aber für mich als Ärztin, was mich bei Ärzten immer sehr begeistert hat, war, dass Ärzte seit der Antike immer eine Vorreiterrolle in den Naturwissenschaften hatten. Hatten immer einen Bestandteil des menschlichen Fortschritts und des zivilisatorischen und des humanistischen Fortschritts im Sinne. Und ich bin mir sicher, dass die Medizin, die Technologien, die es heute gibt, sinnstiftend für eine immer sich weiter verbessernde Patientenversorgung einsetzen könnte. Mhm. Das auch wird hoffentlich, aber das muss unser Anspruch sein. Wir sind Naturwissenschaftler, wir sind von Haus aus offen für Innovation und Fortschritt. Das ist unsere Maxime und unser Selbstverständnis. Und das Schönste an der Technologie ist es, dem Menschen zu helfen, weil es ja nichts Kostbareres als das Menschenleben gibt. Und da erhoffe ich mir sehr, dass die Ärzteschaft auch sich öffnet und diese Selbstverwaltung auch wirklich wieder in die Hand nimmt. Herrlich, ich muss das mal einfach ein bisschen sagen lassen. Ja, nein, wunderbar. Ich habe gerade Gänsehaut gekriegt bei dem, was du gesagt hast, weil man einfach merkt, dass also du meinst es auch tatsächlich so. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du jetzt gerade beschrieben hast, dass Ärzte eben jetzt nicht sagen, es war immer so und wir machen das jetzt einfach so weiter, sondern sie nehmen jetzt endlich mal wieder diese Vorreiterrolle, wie du sie gerade beschrieben hast, auch ernst und vor allen Dingen auch wahr und sehen, dass Technik und Digitalisierung in dem Segment überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern dass sie nur hilft und dazu beiträgt, dass wir langfristig eine bessere Patientenversorgung haben. Wir könnten das Interview jetzt abschließen, besser wird es wahrscheinlich nicht mehr. Nein, entschuldige, natürlich wird es noch viel, viel besser, aber das war ganz toll und ich glaube, alle die das jetzt heute auch mitgehört haben, wissen genau, in welche Richtung du das meinst. Eine Sache möchte ich nochmal ansprechen. Wir reden ja sehr häufig über das Thema Ärztemangel. Wir haben zu wenig Mediziner und wir haben vor allem die Mediziner an der falschen Stelle. Jetzt habe ich in Vorbereitung auf den Podcast eine sehr interessante Aussage von dir gelesen, wo du sagst, wir haben eigentlich noch stille Reserven. Also das war ein Interview, das ich jetzt irgendwie kürzlich von dir gelesen habe, das steht, dass wir noch rund 120.000 Ärzte in stille Reserven haben. Das ist ja interessant, weil das heißt, es gibt ja genügend Mediziner, wenn wir allein diese 120.000, das wird nicht funktionieren, aber verteilen würden so, dass wir ein paar Dinge ausgleichen. Wo kommen die deiner Meinung nach her und warum gibt es diese stillen Reserven? Also in Deutschland gibt es um die 25% der registrierten Ärzte bei der Bundesärztekammer, die nicht ärztlich tätig sind. Ein kleiner Anteil, so bis 2%, sind in anderen Bereichen unterwegs. Das sind ja Statistiken, die findet man ja sofort bei Google. Ne? Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Die sind in anderen Bereichen unterwegs, wie Pharma und Unternehmensberatung oder sowas. Ja? Wieder ein kleiner Anteil bis 5% sind dann sind in Ruhestand und der Rest ist nicht ärztlich tätig. Der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe ist beispielsweise die Elternzeit und die Mutterschaft. Und das ist ein erheblicher Faktor, weil das Problem ist, dass dieser Anteil der nicht ärztlich tätigen Ärzte, man könnte ja meinen, das ist so eine rotierende Zahl, dann gehen die wieder in den Beruf und es kommen andere dann da wieder rein. Aber dieser Anteil, der wächst kontinuierlich und das ist das Problem. Denn es könnte ein Zusammenhang damit sein, dass ja mittlerweile über 60-70% der Medizinstudierenden Ärztinnen sind und auch die Basis der Ärzteschaft, also bei den bis zum Facharzt der Ärzte, viel aus Ärztinnen besteht. Wir beobachten gleichzeitig, dass ein geringer Anteil bei der Facharztebene ankommt und maximal 30% der Ärztinnen eine leitende oberärztliche Position haben und unter 10% dann Chefärzte werden. Und da haben wir ein Riesen Gap, der immer größer wird, die Diskrepanz wird immer größer.
Das heißt, diese ganzen Ärztinnen bilden die große Masse aus, kommen aber nicht weiter voran. Die Tendenz, dass der Anteil der Ärztinnen, die nicht ärztlich tätig ist, steigt. Und dadurch haben wir diesen Ärztemangel. Faktisch haben wir keinen Ärztemangel, weil wir mit die höchste Arztdichte weltweit in Deutschland haben. Aber wir haben sie nicht effizient verteilt. Was können wir tun? Bei der immer weiter fortschreitenden Bewegung durch Fortschritt, durch Technologie, dadurch, dass sich die Welt auch ein bisschen verkleinert, müssen wir hier digitale Technologien einsetzen, um die Prozesse eben effizient aussteuern zu können. Das heißt also, im Grunde sind es die, die nicht zu 100% oder diese stillen Reserven liegen auch da, die nicht zu 100% arbeiten, beziehungsweise die teilweise arbeiten. Ich habe mir so ein paar Begriffe rausgenommen, wie die Ärzte, die vielleicht im Ruhestand sind, Vorruhestand sind, die vielleicht freiberuflich sind, die Medizinerinnen, die vielleicht nur teilweise arbeiten, die auf halbe Stellen irgendwie ausgelegt sind. Wenn man jetzt das Portal von euch, also wenn man SediDoc nutzt, dann kann man ja zumindest diese stillen Reserven insofern aktivieren, dass man diese Personen, die eigentlich nicht im Arbeitsmarkt gerade zur Verfügung stehen, aufgrund der persönlichen Situation, wie auch immer, wieder in den Arbeitsmarkt integriert, indem man sie zumindest teilweise einsetzt. Kann man das so sagen? Absolut. Also warum nicht? Warum kann ich als Ärztin nicht immer wieder flexibel eingesetzt werden in einer Klinik? Also ich habe das ja auch versucht. Ich habe mir ganz am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ich gründe jetzt ein Startup. Ich habe mir auch vorgenommen, das Vollzeit zu machen. Aber gerade am Anfang habe ich einfach auch die Klinik total vermisst. Ja? Die Patienten habe ich vermisst, weil ich dafür Medizin studiert habe. Und habe mich dann umgehört und geguckt, wie kann man das lösen. Aber die Modelle sind starr, weil die Leute darin in den starren Rollen sind und starren Gedanken sind, sodass eben diese Flexibilisierung gar nicht ankommt. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, oder zwei Dinge sind wichtig. Die größte Herausforderung ist, dass die erstens, dass die Arbeitgeber im Gesundheitswesen auch verstehen müssen, einen Wandel durchzumachen, damit sie diese Ressourcen nicht verlieren. Das heißt, da müssen sie aktiv in die Verantwortung und auch in die Veränderung rein. Und der zweite Punkt ist, dass Vorbehalte gegenüber flexiblen Beschäftigungsmodellen gerade in der Ärzteschaft und für die Ärzteschaft abgebaut werden müssen. Ich kann verstehen, dass es eine Diskrepanz gibt in anderen Branchen, wo es ein Gap gibt, ja, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und der Arbeitnehmer braucht einen besonderen Schutz. Da bin ich auch absolut dabei. Aber gerade bei unseren top-qualifizierten Ärzten sollten wir und können wir nicht länger zusehen, wie die aus dem System herausfallen, weil es nicht nur für die Patienten eine Katastrophe ist, sondern auch eine volkswirtschaftliche Katastrophe. Absolut. Also im Grunde ist es ja eine Form von Arbeitsvermittlung, ne, die ihr betreibt. Aber du hast es gerade beschrieben, andere Branchen, erstmal ist es in anderen Branchen ja schon etabliert, und ich glaube auch, dass es gerade in Krankenhäusern und Praxen gar keine Probleme macht. Denn ich glaube, wenn der Patient sich gut versorgt fühlt, weil jemand da ist, also er fühlt sich ja dann nicht gut versorgt, wenn niemand da ist. Und die Frage ist ja immer, wenn jemand da ist und der ist auch noch Arzt, der ist Mediziner, der ist Medizinerin, dann geht es dem Patienten gut, dann ist das zum Wohl der Patienten gesorgt. Und ich glaube auch, dass sich gerade die sich nur in Anführungsstrichen auf eine halbe Stelle oder eine Teilzeitstelle im Krankenhaus einstellen lassen, sehr, sehr, bemüht ist jetzt das falsche Wort, aber sehr, sehr engagiert sind in dem Moment, weil sie eben in dieser Zeit natürlich ihre Ressourcen voll einsetzen wollen. Ne? Kann man das so sagen? Hast du da Erfahrungen mitgemacht? Genau so ist es. Also die Ärzteschaft, insbesondere die ältere Ärzteschaft, die erfahrenere Ärzteschaft, muss einfach verstehen, dass diese Modelle den jungen Ärzten und Ärztinnen dabei helfen, sich sozusagen diesem Beruf widmen zu können und genau diese Lücken füllen zu können, dass das einen sehr hohen positiven Effekt hat. Viele Ärzte haben einfach auch die Meinung, dass dieses flexible Arbeiten oder diese ganzen neuen Strukturen etwas damit zu tun haben, dass junge Ärzte nicht mehr so viel arbeiten wollen wie sie und diese irren 78-Stunden-Dienste und so weiter nicht mehr machen. Aber darum geht es nicht, sondern wir wollen qualitative Medizin machen. Wir wollen für den Patienten da sein. Wir wollen den ganzheitlich
behandeln und auch die Zeit haben, ihn beobachten zu können, um es zu verstehen, um das überhaupt machen zu können. Und da erfordert es ein Umdenken. Jetzt könnte es so sein, wir könnten sagen, okay, in 20 Jahren könnte es soweit sein, weil dann bin ich in dem Alter, wo die jetzigen sind und ich sorge dann dafür, dass sich das zumindest ändert. Aber erstens haben wir keine 20 Jahre Zeit, weil wir extrem überholt werden in digitalen Technologien. Und zweitens geben wir, dadurch, dass wir warten, weil wir irgendwelche bestehenden Strukturen nicht aufgeben wollen, die Verantwortung ab und auch die Möglichkeit ab, mitzugestalten. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der nicht verloren gehen darf. Sonst machen wir uns ja überflüssig in der Selbstverwaltung. Ja, und das, den Eindruck hat man ja schon, ne? Also dass viele Mediziner ja deshalb in Krankenhäusern nicht mehr, also in Krankenhäusern ist es mir jetzt ganz persönlich bewusst, weil wir Ende letzten Jahres selber in einem Krankenhaus gewesen sind und man da wirklich gesehen hat, wie absolut überfordert viele junge Ärzte sind, also nicht von der Leistung oder von dem, was sie tun müssen, sondern weil es einfach von der Arbeitsbelastung zu viel ist, ne, und zu hoch ist. Und wenn ich dann nach meinem Dienst, den ich da habe, auch noch Papierkram erledigen muss in irgendeiner Form und immer wieder und zwischendurch eben rausgerissen werde, dann leidet irgendwann zwangsläufig eine Qualität und die kann man eben dann eindämmen, wenn man einfach mehr Personal hat. Ich hoffe, dass uns so ein bisschen Corona da auch so ein bisschen in die Karten spielt. Gerade das sehen wir ja auch, dass vielleicht das Thema Digitalisierung durch diese Corona-Epidemie und die Möglichkeit, jetzt eben vieles über digitale Prozesse abzubilden, entgegenkommt. Und das sehen wir in vielen Bereichen, dass es jetzt schon so ist. Vielleicht kannst du nochmal aus deiner Sicht sagen, wie es bei euch gerade läuft oder welchen Eindruck du davon hast. Für uns war es so, dass wir die Pandemie als absoluten Digitalisierungsbooster erlebt haben. Viele Abneigungen waren über Nacht wie weggewischt und wir haben durchweg positives Feedback erhalten. Auch von Institutionen, zu denen der Zugang vielleicht ein bisschen erschwerter war vorher, hat sich tatsächlich gewandelt. Vorher mussten wir viel Überzeugungsarbeit leisten, wie wichtig es ist. Auch über ganz grundsätzliche Dinge, dass Digitalisierung etwas Positives im Gesundheitswesen sein kann. Jetzt sehen wir, wie sinnvoll neue Technologien eingesetzt werden können. Und ja, zurzeit kommen tatsächlich viel mehr Nachfragen für unser Produkt rein als je zuvor. Das ist eigentlich auch tragisch, weil es zeigt, wie viel Potenzial über Jahre liegen geblieben ist. Sieht aber auch an der einen oder anderen Stelle, wie schnell wir jetzt handeln können, ne? Wie viele Unternehmen, so wie dein Unternehmen oder wie euer Unternehmen jetzt im Grunde in den Startlöchern stehen, ja, um zu sagen, ja, wir können das alles. Ihr wollt es nur vorher nicht haben, so ungefähr. Ja. Jetzt ist es da und wir sind in der Lage, das umzusetzen. Das ist ja letztendlich auch ein gutes Signal, dass wir dann doch einige junge, gute Köpfe haben, die Dinge dann eben auch schnell umsetzen können. Also ich glaube, dass genauso wie du, dass uns diese Epidemie gezeigt hat oder Pandemie gezeigt hat, dass wir da viele Möglichkeiten haben, die wir jetzt wahrnehmen können und dass wir nicht mehr so viel hinterfragen müssen. Denn jetzt sind wir, nämlich da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ja auch mal bereit, einen Fehler zu machen, weil wir einfach sagen, wir haben gar keine andere Wahl. Wir machen es jetzt einfach, ja, und plötzlich funktioniert es und gar nicht so schlecht. Ich allein an das Thema Homeoffice denke, wie viele Unternehmen sich jahrelang gewehrt haben gegen dieses Thema und jetzt machen sie es und es funktioniert sehr, sehr gut. Und man erkennt jetzt plötzlich, dass Anwesenheit nicht gleich Leistung ist, ne? Was ja bei vielen immer miteinander einherging. Ich muss tatsächlich vor Ort sein, damit ich gut arbeite. Eine Sache würde ich ganz gerne nochmal mit dir besprechen. Dieses ganze Thema Gründung und Start-up, das ist ja jetzt auch nicht mal einfach so gemacht. Hat ja ein bisschen gedauert. Ihr habt, glaube ich, 2017 angefangen, 2018 gegründet oder vielleicht habt ihr noch weiter vorne auch angefangen und habt dann einen Weg ja durchschreiten müssen, der für Start-ups nicht immer einfach ist, ne? Also von der ersten Idee bis tatsächlich zur Umsetzung passiert ja viel. Ihr habt ein Technologiegründerstipendium bekommen. Also kannst du mal sagen, wie kommt man da dran? Das ist ja vielleicht für viele, die eine Idee haben, auch interessant. Also wir haben tatsächlich 2018 mit der ganzen Geschichte angefangen. Ich bin nach Leipzig gekommen, habe mir ein Team aus Entwicklern zusammengetrommelt über die Unis und wir haben dann kurzerhand unseren, also es ging relativ flott, wir haben unseren Businessplan geschrieben, was ich vorher noch nie gemacht habe, by the way. Und hast du da Unterstützung gehabt von irgendjemandem? Oder hast ja, du einfach... genau, also klar habe ich da Unterstützung auch gehabt, Freundes- und Bekanntenkreis, ne, da gibt es ja mal immer irgendwen, der irgendwas kann. Also Fragen hilft,
Und aber auch vom Leipziger Inkubatorprogramm hier von der Uni Leipzig, das war auch sehr unterstützend, dass man da zumindest erste Ideen bekommen hat. Ja, also so ein Inkubator ist natürlich kein Accelerator oder sowas oder nicht diese hochkarätigen Formate, die es immer gibt, aber für Leute, die halt eine Idee haben, das starten wollen, sind ja schon mal erste Fragen ganz wertvoll. Aus so einem Business Model Canvas zu überlegen, wer sind überhaupt die Schlüsselpersonen? Denk mal ganz gut drüber nach. Wer sind die Leute, die du ansprechen musst? Und das sind Fragen, die muss man vorher klären, bevor man startet. Und wir haben dann dann angefangen, uns intensiv Gedanken zu machen, haben viel überlegt, recherchiert. Und die Sächsische Aufbaubank, die bietet hier Technologie-Gründerstipendien an. Das heißt, man hat so ein Jahr Support und kann dann sozusagen sein Produkt entwickeln. Das ist ähnlich wie das Access-Programm, nur halt auf Sachsen-Ebene. Und die Unterstützung und die Begleitung, so wie du es beschreibst, ist aber dann doch relativ zügig gegangen, weil du oder ihr schon relativ klar wart in der Sache, ne? Also du hast gesagt, ich habe viele Menschen gefragt, aber trotzdem ist es ja dann doch schnell gegangen. Jetzt steht ja hinter der ganzen Sache nicht nur eine Plattform, sondern auch eine KI, also eine künstliche Intelligenz, die, ich weiß nicht, ob sie lernt oder ob sie dahinter Dinge miteinander verbinden kann. Wie habt ihr das umgesetzt innerhalb dieser kurzen Zeit auch vor allen Dingen? Haben wir gar nicht umgesetzt. Und zwar haben wir eine ganz einfache Plattformlösung gestartet 2018. Also etwas, was überhaupt nichts mit KI und sowas zu tun hat. Aber die hat so grundsätzlich funktioniert. Mhm. Also MVP nennt man das ja dann auch. Mhm. Damit sind wir zu den ersten Kunden gegangen, haben gesagt, hier, nehmt das mal in die Hand und überlegt mal, benutzt ihr das? Habt ihr da Lust drauf? Und haben da Rückmeldungen bekommen. Dann erst haben wir angefangen, das eigentliche Produkt zu entwickeln. Und die KI, das ist unser Anspruch. Das ist auf jeden Fall unser Anspruch, den wir erreichen wollen. Teilweise bauen wir sowas bereits schon ein, wo es Handlungsempfehlungen gibt, also wo es eine Analyse gibt zum aktuellen Bestand und dann Analysen und Handlungsempfehlungen zu dem, was bisher gelaufen ist. Das bedarf aber ganz viel Daten. Also bevor wir nicht noch mehr Daten generieren, kann KI da auch ein bisschen schwierig, also die Datenverarbeitung und das Lernen natürlich, das braucht dann natürlich Zeit. Das ganze positive Feedback, was wir dann uns eingeholt haben und die ersten Kunden haben uns aber dann verholfen zum Abschluss unserer ersten Finanzierungsrunde. Dann 2019. Ja, genau. Zum Thema Finanzierungsrunde, also nicht interner, sondern nur so grundsätzlich, ist auch mal interessant, damit es mal andere hören, können wir gleich nochmal sprechen. Ich wollte noch eine Sache fragen. Die Herangehensweise, du hast gerade gesagt, wir sind mit einem einfachen Modell, nenne ich es jetzt mal, gestartet. Ist das ein guter, also es hört sich ja so an, also start before you are ready, also mach doch einfach mal, hab die Idee und mach den ersten Prototypen und dann geh mal raus damit und mach Erfahrung damit. War das so? Ich meine, das ist ja ein super Hinweis, ja? Es fiel mir ganz schwer. Also es fiel mir so schwer, mit so einem Produkt irgendwo hinzugehen, weil man steht ja mit seinem Namen hinter diesem Produkt und hinter dieser Vision und das willst du ja sozusagen, weil du dran glaubst. Und wenn du dann so ein Produkt irgendwo hinbringst dann und sagst, aber irgendwann machen wir das noch perfekt, dann das ist mir sehr schwer gefallen, aber ich kann es jedem empfehlen. Rückblickend bin ich froh, dass wir jetzt nicht seit 2 Jahren irgendwas entwickelt haben und jetzt erst zum ersten Kunden gehen. Das würde nicht funktionieren, sondern wirklich mit dem allerersten Prototypen schon erklären, fangt schon mal an, benutzt das mal und wir leben von dem Feedback und wir entwickeln uns immer weiter. Ich finde das ganz toll, dass du das so ehrlich zugibst, weil das ist, ich glaube, das würde uns allen so gehen, etwas Unfertiges rauszugeben und zu wissen, eigentlich tritt da ein Problem auf und da, aber mach's trotzdem und dann den Mut zu haben, natürlich das Feedback auch zu akzeptieren, was kommt. Ne? Ich glaube, das ist aber für den Lernprozess wirklich unglaublich wichtig und wie du sagst, daraus ist ja ganz viel entstanden und jetzt vielleicht auch ein Produkt, was so umzusetzen ist, wie sich die Krankenhäuser, die Betriebe, die Ärzte das auch vorstellen, weil es eben vom Kunden mit entwickelt worden ist vielleicht ja sogar. Ne? Richtig, genau. Und das ist immer ganz wertvoll. Wir nehmen das immer noch sehr, sehr ernst, haben da unsere, die Erstkunden, die wir von Anfang an hatten, in regelmäßigem Austausch und holen uns da das Feedback ein und entwickeln da immer weiter.
Das ist immer ganz schön, ja. Ja, sehr schön. Und nochmal jetzt zum Thema der Finanzierungsrunde. Also natürlich klar, beim Startup, eine Gründung für ein Startup braucht man Geld. Vielleicht mal einen groben Einblick für alle die, die vielleicht nie von so einer Finanzierungsrunde gehört haben. Was ist das? Wie geht man es an? Ich hatte davon ja vorher auch nichts gehört als Ärztin, muss man ganz klar sagen. Wie geht man es an? Wir haben mit Förderungen gestartet, also mit Förderungen, die man irgendwie staatlich über die Europäische Union, ESF und sowas kriegen kann. Mhm. So haben wir gestartet, weil wir alle keinen Vollzeitjob hatten, sondern Vollzeit das Startup begonnen haben. Das heißt, für uns war wichtig, wir müssen irgendwie unseren Lebensunterhalt decken. Mhm. Und wir haben dann sozusagen während der Förderzeit angefangen, mit Investoren zu sprechen. Es ist schwierig, weil wenn man noch kein Produkt hat, wenn man noch keinen Kunden hat und irgendwie eine Idee hat, es gibt viele Venture-Capital-Firmen, die dann sagen, oder VC-Firmen, die dann sagen, Early Stage und sowas, ja, aber es ist nicht so. Also es ist sehr, sehr schwer, gerade am Anfang irgendwas an Geld zu bekommen von draußen. Und da ist es natürlich auch immer ganz gut, an so teilstaatliche VCs heranzugehen, so wie wir es dann auch gemacht mhm. haben. Ne? Die haben dann auch noch einen anderen Anspruch, weil die wollen wirklich nachhaltige Unternehmen aufbauen und das mit fördern. Das ist ja auch deren Ziel. Und so sind wir an den TGFS gekommen, der Technologiegründerfonds Sachsen ist auch ein VC. Aber mhm. eben noch mit weitaus anderen Ansprüchen als jetzt klassische VCs. Mhm. Genau. Ganz toll, wie sicher du mittlerweile mit diesen Begrifflichkeiten auch umgehst. Also gerade, weil du vorher bist eingestiegen und sagst, ich bin Ärztin, ich hatte das vorher auch nicht. Also ich finde das ganz toll, weil den Mut zu haben, das alles anzugehen. Also natürlich braucht es ein bisschen Struktur, nenne ich es jetzt mal, mit dem Businessplan. Du hast die Förderungsmöglichkeiten über den Europäischen Sozialfonds angesprochen. Du hast die Investoren angesprochen, also für alle die VC nicht kennen, also Venture Capital, Risikokapital, dann angelegt du hast die Möglichkeiten pro Land, also pro Bundesland angesprochen. Es gibt ja viele, viele Optionen. Ich finde es deshalb so wertvoll, weil es viele gibt, die gute Ideen haben, aber die sich nicht trauen, diese Schritte zu gehen. Ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend zu sagen, ihr müsst einfach nur den Mut haben, diese Schritte zu gehen. Und ihr werdet dann sehen, es werden sich Türen öffnen. Und ich hoffe, das war bei dir genauso, weil einfach die gute Idee dahinter viele interessiert. Und wenn die Idee so gut ist, und deshalb ist es natürlich schwer, an Gelder zu kommen, weil nur eine gute Idee dahinter ist die eine Sache, aber langfristig dran zu bleiben, die Kontinuität, die Disziplin zu haben und dann auch mit diesen Partnern gemeinsam diese Schritte zu gehen, das bringt letztendlich den Erfolg, und das sieht man bei dir, ihr seid ja mit ausgezeichnet worden, auch mit dem einen oder anderen. Wir haben nicht nur Stipendium gesagt, sondern auch Anerkennung, die ihr bekommen habt für diese tolle Idee und für die Umsetzung dieser Idee. Und deshalb kann ich mich wirklich nur bedanken für das tolle Interview heute hier, also wie offen du da rangegangen bist, und ich wünsche dir, dem Team, super viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viel von dir und euch hören und euch immer wieder sehen und dass diese Plattform tatsächlich irgendwann so groß wird, wie du es dir vorstellst. Das wäre so ein bisschen, bevor wir dann in die kurze Antwortrunde gehen, meine letzte Frage an dich. Was können wir denn noch erwarten von Sedidoc und von dir? Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Patienten wieder in den Mittelpunkt des Arztberufes zu bringen, die Patientenversorgung sicherzustellen. Und das machen wir, indem wir die Prozesse digitalisieren, immer weiter ausbauen, um so die Effizienz im Klinikbetrieb zu steigern. Und dazu gehört eben auch, dass wir den gesamten Arbeitslebenszyklus des Arztes in Zukunft abdecken wollen. Mhm. Also da ist noch eine ganz, ganz ganze Menge drin bei euch und es gibt noch ganz, ganz viel zu entwickeln. Also ganz, ganz viel Erfolg wünsche ich. Vielleicht sage ich es schon mal, wir machen natürlich alle Verlinkungen zu euch in die Shownotes. Also alle, die gucken Gerne. Wollen, auf die Seite gehen wollen, auf die sich das Portal angucken wollen oder die dann Fragen haben. Wir werden auch natürlich die Kontaktdaten mal weitergeben. Ich weiß nicht, gibt es sicherlich Kontaktdaten, wo man so vielleicht auch mal mit dir Rückfragen, vielleicht über Chat oder E-Mail sich austauschen kann, weil ich glaube, es wichtig ist, wenn ich Fragen habe, dass ich die jetzt auch sofort umsetzen kann. Und ich habe gerade, das verrate ich jetzt einfach mal, im Vorgespräch habe ich gerade engagieren oder abmachen können,
dass Dilan bei uns auf der Startup-Praxis als Speakerin mit dabei ist. Wir haben es jetzt noch nicht abschließend besprochen, aber das finde ich ist ein super, war für mich ein super Highlight heute Morgen schon, dass wir sie bei Startup-Praxis, wenn sie denn stattfindet, die Veranstaltung am 7.11., als Online- oder als Offline-Format auf jeden Fall begrüßen würden. Da kannst du die Geschichte nochmal erzählen und man kann auf jeden Fall nochmal persönlich mit dir reden. Gerne, danke. Ja, zum Schluss in die kurze Frage, kurze Antwortrunde. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren? Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, dass die Mediziner, und ich hoffe und ich glaube da fest dran, dass die Mediziner wieder eine Vorreiterrolle einnehmen werden und sinnstiftend Technologien nutzen werden, um eben die Patientenversorgung sicherzustellen und die immer weiter entwickelt werden. Also dass wir von Haus aus offen sind für Innovation und Fortschritt, dass das unser Maxim und unser Selbstverständnis ist. Sehr schön. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Gesundheit, dass Körper und Seele in Balance sind. Ganz kurz, gesunder Körper, gesunde Seele und umgekehrt. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer und Unternehmerin haben? In der Medizin werden diejenigen eine Vorreiterrolle einnehmen, die mutig und offen für neue Dinge sind. Das offene Mindset und wir Ärzte müssen die Dinge in die Hand nehmen und diese Eigenschaften sollte der Arzt als Unternehmer haben. Mhm. Es ist immer wichtig, neue Technologien einzusetzen, interdisziplinär zu arbeiten, dass die Medizin immer am Rande des technologischen Machbaren sich bewegt und dass wir dran glauben. Sehr gut. Ich glaube auch, dass im Interdisziplinäre spielt eine unheimlich große Rolle bei diesem ganzen Thema auf jeden Fall. Gibt es ein Buch, einen Film, das du empfehlen kannst, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat in der letzten Zeit? Ich lese in der letzten Zeit von Ryan Holiday, Der tägliche Stoiker. Mir gefällt es sehr gut und ich kann es sehr empfehlen. Okay. Kannst du kurz sagen, worum es geht? Wir würden dann auch eine Verlinkung machen nochmal zu dem Buch. Stoizismus ist eine Art Lebensphilosophie aus der Antike heraus und da gibt es immer ganz kurze Beispiele von berühmten, bekannten Stoikern und dann die Erläuterung dazu. Mhm. Ist in so einem Kalenderformat, jeden Tag kann man eine Sache lesen und das finde ich immer ganz, mache ich immer sehr gerne, bevor der Tag dann endet. Schön, sehr gut. Auch eine Art von Routine dann, ne? Die so ein bisschen durch den Tag begleitet oder den Tag abschließt, sehr schön. Und Reflexion, genau. Ja. Ja, und die letzte Frage, die ist immer nicht ganz uneigennützig. Gibt es jemanden, den du uns hier für den Business Talk Podcast als Interviewgast empfehlen würdest oder könntest, wenn du meinst, dass der hier reinpassen würde? Also gerne oder die aus dem medizinischen Umfeld, kann aber auch was anderes sein. Wen ich immer ganz spannend finde, ist tatsächlich die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Dr. Christiane Groß. Ich weiß nicht, ob sie schon mal da war. Sie versucht zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten ganz viel Digitalisierung in die Kammern und in die Ärzte, Selbstverwaltungen hereinzubringen. Und das finde ich immer ganz spannend. Okay, sehr schön. War noch nicht hier. Nehme ich auf jeden Fall auf die Liste auf. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, das war ein ganz tolles Interview. Ich habe ja gesagt, ich hatte an der einen oder anderen Stelle durchaus Gänsehaut, weil ich das wirklich richtig toll finde, wenn ich merke, dass jemand wirklich hinter seiner Sache steht und das eben nicht nur für euch wichtig ist, sondern für die Allgemeinheit und da wirklich etwas passiert, was die Zukunft der Medizin und damit die Patientenversorgung auch weiterbringt. Und deshalb darf ich mich ganz herzlich für deine Zeit heute bedanken, dass du hier dabei warst im Business Talk Podcast und bin sicher, wir werden eine hohe Resonanz haben auf diese Folge und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn das, was ihr da auf die Beine gestellt habt, richtig, richtig groß wird und wir noch ganz viel von euch hören. Für alle die heute dabei waren beim Podcast, wieder vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bewertet uns gern bei iTunes, YouTube oder wo immer ihr uns hört. Bleibt unternehmerisch und das letzte Wort hat wie immer mein Podcast-Gast. Ganz lieben Dank für das Interview. Für mich war es auch sehr inspirierend und erfrischend und ich freue mich auf das nächste Mal. Ilan, schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.